Moin, bevor Folge 4 losgeht, habe ich was für euch. Und zwar original vom Fuscher-Team ein Bild plus vom Manta ein Stück Eisen oder Rost, kann man auch sagen. Oder Farbe. Ich habe, und zwar gibt es da 1, 2, 3, 4 Exemplare. Und wie ihr die bekommen könnt, das sage ich euch am Ende des Videos. Und am Ende des Videos küren wir den Fuscher der Woche aus dem letzten Video. Der hängt aber noch jetzt schief. Halt die Klappe. Ich bin ja im Moment dabei, ne? Meine Frau, dass sie eine Umschulung macht, dass die Söse lohnt. Ist was, Nase. Billy, ist es normal, dass die Kaffeemaschine ausläuft? Die Finger, den nicht wieder raus. Das schmeckt ein bisschen Klobwasser, wie du meinst. Ich hau die Scheiße auseinander hier! Ich heul auch gleich. Zabok, was hast du bisher gemacht? Ach, nicht viel. Nicht viel. Lass die Karosserie mal fliegen. Ja. Gut Sport. Ihr kauft ein Auto ohne Schlüssel. Bernie brutzelt gerade für den Zirkus. Ich habe gesagt, du brutzelst gerade für den Zirkus, was? Ja, ist richtig, die sind heute hierher gekommen, haben mich gefragt. Ist das Windschweiß? Ja, das ist ja Alu, ne? Ja. Ja, aber noch nicht Windschweiß, du musst Draht nachfüllen mit der Hand. Ja, ja, da kommt nichts raus. Da hast du die Pistole in der Hand, musst du nachfüllen. Ach so, oder so ein bisschen wie Löwen. Ja. Das kann du wohl nicht? Du kannst alles. Nicht. Lassen wir so stehen. Udo ist ein guter Schweißer auf der Werft. Denn er macht, glaube ich, keiner so schnell was vor. Aber nicht bei Wickschweißen. Aber Wickschweißen ist, glaube ich, nicht seine Disziplin. Das soll aber eine Kunst für sich sein, habe ich gehört. Alles kann man lernen. Wenn man will, dann kannst du alles lernen. Kommt Udo gleich auf? Ja, sicher. Ja, dann kann er ja gleich mal ausprobieren. Dann kannst du das Ding neu zusammenschweißen. Heute wird spannend. Ja, da habt ihr irgendwas besorgt, habe ich gehört. Ja, wir haben einen neuen Motor. Ist das so? Wir haben wirklich einen neuen Motor, ja. Wir haben jetzt reingeguckt, alles überprüft und geguckt und gesagt, ich glaube, es ist cleverer und schneller, wenn wir einen neuen Motor kaufen. Da kommt heute, ich glaube, dass wir das Ding rausbauen und wir fangen heute schon an, die Türen rauszureißen, Heckklappe, okay, alles raus. Ja. Ja, und dann der neue Motor ist halt komplett einsatzbereit. Kannst du reinsetzen, zündet, Vollgas. Und dann geht's direkt nach Frankreich. Geht's direkt nach Frankreich. Videos fertig in 4 Wochen. War wirklich nicht leicht. Also wirklich schwer. Aber wir haben es geschafft. Ja, und jetzt geht es darum, heute Motor raus. Raus damit, glaube ich, was es aber vorhat. Türen raus, Heckklappe raus und das Ding nackt machen. Ne? Aber jetzt wird es auch langsam. Du musst die Stufe beachten bei der Tür. Das ist jetzt jedes Video, wo du darüber wegstolperst. Ja, weiß ich, dann habe ich doch alles wieder vergessen. Du weißt doch wieder. Weil ich sag sowieso, heute, sag ich mal, ne, ist das ja alles noch am Anfang. So, und erstmal haben wir jetzt vorhin die Rostlöser mitgebracht. Satan, Didi. So, das ist Qualität noch nicht. Wo kommt der her? Der kommt von Aldi, das ist Tippqualität. Von Aldi. Ich habe schon erzählt, dass wir einen neuen Motor haben. Ja. Hammer. Also, ist der Motor schon da? Morgen kommt er. Ich muss dazu sagen, wir haben den Motor bei Manta Danny gekauft. Ganz viele Leute sagten, guck mal, mein Manta Danny, guck mal hier, guck mal da. Als Zwischenstand, wir hatten eine Liste mit Teilen, die wir brauchen. Davon haben wir fast 90%. Ja, klar. Zabok hat gesagt, ey Leute, es ist leichter, den Motor neu reinzusetzen. Ja, genau. So, deswegen haben wir jetzt einen neuen Motor. Lieben Dank an Manta Danny. Manta-Fans unter euch kennen den. Der ist echt bekannt, hat es möglich gemacht. Wir haben angeschrieben, hast du noch einen Motor? Yo, ich habe noch einen, hier der Preis. Selben Tag Spedition, losgeschickt, Ding ist unterwegs, kommt morgen an. Also Manta Danny heißt der. Manta, ne? Danny. Hat er auch mehrere Mantas heute? Ja, hat er. Der hat auch die ganzen Showcars aus Manta Manta. Ah, dann müssen wir den mal besuchen. Wo wohnt er? Tief weit weg. Also irgendwo Richtung Bayern? Ich glaube tatsächlich ja. Also ist aber nicht so weit wie Barcelona. Nee. Da können wir
hinkrumsen. Nee, ich fahre mit dem Auto da hinfahren. Na herrlich, können wir den mal besuchen. Vor allem die schönen Mantas bekommen. Dann machen wir dann Spaß. Hat dann Spaß. Ich habe mir da so ein paar Gedanken gemacht, weil es fehlt wahrscheinlich doch noch einiges an Material. Wir müssen ja auch Flex haben, Flexscheiben. Schleifscheiben, dann Trennscheiben. Haben wir alles vom Sportplatz, das haben wir alles. Habt ihr ja. Sowas alles? Also wenn wir solche Sachen brauchen, entweder Sportplatz oder Ron. Ron ja. Hat auch immer solche Sachen. Ja, da müssen wir nämlich nochmal uns genau Gedanken machen, was wir haben müssen am Material. Wenn wir hier dann herkommen, dass wir dann auch alles hier haben und dann wir dann auch vielleicht mal so mal loslegen können. Vielleicht auch mal am Samstag. Ja. Dann kommen wir morgen schon um 6 Uhr Frühschicht. Ja. Und dann werden wir abgelöst um 14 Uhr. Und dann kommt nur um 14 Uhr, dann wird's so sein. Bis 22 Uhr durch. Jungse! Jungse! Hey, Thorsten, du bist gerade gefragt, komm ihm her. Ich komm. Was ist passiert? Wo wohnt der Manta Benni? Ui, das ist eine 8er Postleitzahl, das muss irgendwo in Süddeutschland sein. Ja, na, das wäre richtig. Ja. Ja. Ich hab mal nach, was der für Mantas zu Hause hat. Und der hat so viele Mantas, oder wie? Ja, der handelt damit. Muss ich mal eingeben. www.mantabenni.de, da kriegst du alles. Ja, dann müssen wir da mal hinfahren. Dann müssen wir da mal hinfahren mit Mantas. Man muss sich vorstellen, wenn das Frühling wird und die Vögel fangen an zu zwitschern. Ja. Das ist ja meistens so im April, ne? Wann geht das los? Ja. So, dann kommen hier die Gefühle. Und dann macht das Ding ja fertig, dann wieder mit der Piste kommt. Yes. Skifahrer oder Arm, du Vogtschwanz. Glastüren. Glastüren. Mantalena. Ich muss ihm mal zeigen, kannst man schön fokussieren. Timo Kicke, stehst da mit Kippe in der Hand, das weißt du so. Kicke, Querkippe in den Hals sitzen. Röhrig. Wir müssen jetzt die Lampen dran bringen, oder? Ui. Wo geht der denn? Hält ab? Ja. Das musst du mit hochhalten, ne? Halt fest. Was? Ja. Sehen wir uns noch? Mach dir jetzt doch drauf. Oh Mann! Leider für 300 Kilo ausgelegt. Ja. Ich habe aber nur eine Hand frei. Oh, halt dich um die Hand. Oh, Timo! Komm mal her. Ja, wenn du mich so festhältst, das hält ja auch bei der Jacke. Ich weiß das, ey. Lass mich. Halt dich fest. Der hängt aber noch jetzt schief. Halt die Klappe. So, lass mich. Kommt, oh Gott, oh Gott. Dann hat die hier Redezeit gekostet, wa? Ja. Ja, wow. Wow. Das bringt ja voll was. Ja. Bisschen. Ein bisschen. Ui. Licht ist an. Wow. Spoiler. Dann, wir müssen gucken hier. Guck mal, ich glaub, die Mikrowelle dürfen wir benutzen. Wir müssen uns das hier noch ein bisschen schöner einrichten, dass da schöne Kaffeemaschine steht. Ne? Also kann eine normale Filterkaffeemaschine sein. Aber dann müssen wir auch gucken, dass wir so einen kleinen Wasserkocher kriegen. Nämlich, wenn das jetzt demnächst kälter wird, dass wir auch einen schönen Grog mal trinken können. Weißt du, wo so ein bisschen Worte mit ein bisschen Rum. Ne? Natürlich so einen schönen Überseerum, ne? Von Havanna. Von Havanna, glaubt, ne, wollt ihr doch? Das heißt ja der Strohrum. Der Strohrum ist er, ne? Der 70-prozentige. Das ist Qualität. Der tut ja auch ein bisschen gleich was, weißt du? Der ist der ganze Kreislauf wird gleich angeregt. Hier, Didi. Geschenk. Nee. Kannst du jemanden hinstellen? Ja, dann ist so, also jetzt guckt euch das mal an hier. Da ist eine Kaffeemaschine drin, man braucht nur drüber reden. Und Bernhard, guck mal, Kaffeefilter, Kaffee, alles drin. Da darf ich aber auch einen Kaffee von haben. Setz du einen auf, Didi. Wo hast du das Ding jetzt hinweg, so schnell? Habe ich von meiner Frau zu Weihnachten gekriegt und die habe ich noch nie angehabt. Und jetzt muss sie mal gebraucht werden. Didi, du musst jetzt den ersten Kaffee damit machen. Ja, also das wird auf jeden Fall, das ist Hightech. Bau dein Ding auf Didi. Das bauen wir jetzt immer auf. Ich wollte erst mal gucken, wo er wegkommt. Ich sag mal so jetzt vom Gefühl her, made in China. Vom Gefühl her. Ja, warte, ich habe was gefunden. Ja, jetzt hör mal auf. Jetzt bin ich aber komplett verkehrt. Was meinst du, wo der wegkommt? Irland. Dublin. Die Iren, die können auch Kaffeemaschinen bauen. Jetzt bin ich überrascht. Irland. Wenn wir raus hier, wollen wir mal gucken, ob wir ihn anstellen können hier. On, off. Ja, on, off. Da kommt irgendwie nichts. Ist da Strom drauf hier? Ja, siehst du. Ohne Strom geht nichts. Stecker ist raus, Kaffeemaschine läuft nicht. Jetzt kommt da eben rein. Mal gucken, was passiert. So, dann wollen wir gucken, ob er überhaupt funktioniert. Hier, guck hin. Er blinkt. Soll ich mal eben den Pott in den Pott holen, in der Toilette und dann nochmal drauf drücken? Oh, Scheiße, da muss das ja mal.
Die gucken, wer kommt. Wer kommt denn? Udo! Ich suche Kinder wegen von Benner Premium und ich soll bei dir gucken. Aber Ulrike! So, jetzt guck dir das mal an. Was haben wir jetzt schon geschafft? Nix! Wie nix? Nix! Ihr seid jetzt. Bei einer Stunde hier. Und was habt ihr geschafft? Nix! Gar nichts! Didi, was haben wir jetzt alles geschafft? Oh, schon vieles, Udo. Wir haben eine Lampe aufgehangen. Lampe aufgehangen. Wir haben schon die ersten Fotos gemacht. Wir haben schon mal geguckt, Udo, wo wir gleich anfangen mit den Türen. Wir fangen gleich die Türen auszubauen an. Dann habe ich natürlich was mitgebracht. Das will ich dir jetzt zeigen. Nee, jetzt kommt das hier. Jetzt habe ich erstmal ein paar Putzlappen mitgebracht, weil uns fehlt ja noch einiges. Und dann habe ich mitgebracht. Ja, wir hatten nicht so gut. Ja, das ist ja jetzt nicht so gut. Nee, der muss IQ gut und Kanada bin. Jetzt Rosslöser. Ja, aber IQ aus Kanada ist besser. Ja, da musst du das ist doch das Hemd, hattest du noch in Barcelona. Ja, das ist noch in Barcelona. Dann hattest du noch in Barcelona. Ja, das ist so. Meine Frau Lori sagte, weißt du, da ist schon Löcher drin, was man mitnimmt zum Mann da. Da riecht der Erfolg. Ne? Purer Erfolg. Nur vom Regen kommen wir nicht weiter. Ich wollte eigentlich nicht mit anpacken. Ich wollte nur gucken, weil ihr habt ja ein Jahr Zeit. Aber ich glaube, ich schaffe mit einer Witz auch schneller. Dampf haut schon raus. Wir lassen die Schöne einmal durchlaufen. Und dann machen wir uns gleich einen schönen frischen Kaffee. Die, hier müssen wir eigentlich noch einen Feinmanta-Poster hinhängen. Ne? Ja, das muss. Wir müssen das alles besorgen. Ich bin ja im Moment dabei, ne? Meine Frau, dass sie eine Umschulung macht, das Friseuschen Lori. Weil montags ab Friseur ist ja immer frei. So, da kann man schön mit dem Manta durch die Gegend fahren. Ne? Wenn ich das natürlich hinkriegen würde, dann wäre natürlich heiter. Ne? Das wäre eine ganz hochwertige Qualität. Sie glaubt das ja auch nicht, dass wir das so fertig kriegen. Und wenn du jetzt schrittweise das Auto fertig wird, guck mal Udo an. Ist was, Nase? Wir müssen mal ein bisschen heizen. Leg da mal einen Sattenstart hin, Kleine. Ey, wann wollen wir jetzt denn anfangen? Du liegst da drin zu schlafen und machst uns Druck? Nee, ich hab das eingesprüht mit Iku. Ja, aber wir finden die Schrauben nicht. Ja, Didi muss erst Kaffee machen. Kaffee? Ey. Oh hier, der quiekt nicht mehr, der fällt schon zu. Den können wir drin lassen. Ey. Nee, die bauen wir aus, müssen wir nackt machen. Das bisschen Haushalt ist ja kein Problem, sagt der Didi. So, das ist aber normalerweise, ich sehe, der Einsatz ist ein kleiner. Aber das ist, ja doch, passt. Oh, jetzt müssen wir die Scheiße aufhaben hier. Da haben wir wahrscheinlich kein Messer. Udo, wir haben ein Messer in der Tasche. Komm, Messer. Da ist kein Messer. Ja, aber eine Zange. Super. Fein mit Rohrpumpenzange. Ich halte ihn fest. Wir sprechen alle von Zange, Schraubenzieher und Timo und Cuttermesser. Kicke. Schmier. Ja. Ja, das war alles mit Messer. So, jetzt machen wir da ein bisschen Kaffee. Hier, das ist der Portionierer, das ist der Item. Ja, eins, fünf. Mach mal sechs, er muss noch ein bisschen Fußnägel hochklappen. Achso, mal so ein bisschen mehr sechs, ja. Dann machen wir so. Und dann machen wir den Deckel zu. Soll ich hier mal auf Start drücken? So, ich gebe euch jetzt noch eine Minute, wenn ihr da nicht hinkommt. Und wir fangen an mit den Kotflügeln. Die Kaffeemaschine läuft. Zwei. Udo, jetzt macht doch keinen Stress mit. Du musst auch mal Kaffee. Komm mal, hör mal, Udo, ganz ruhig. Es gibt Leute, die müssen morgen früh um 4 Uhr wieder aufstehen. Ja, aber es blubbert doch jetzt schon. Der brauchst du nicht bei sein. So, komm. Wir fangen jetzt an. Ihr nackt machen, Sachen raus, bis Zabok kommt. Der wird dann sagen, was macht ihr Idioten da? Aber wir fangen schon mal an. Türen raus. Das sind die hier, die Scharniere, wo die Tür aufgehängt ist. Und da ist ein, ja, wie nennt man den überhaupt? Ein Stift. Danke, Udo. Und den kannst du raushauen. Und den können wir raushauen. Und dann haben wir die Tür in der Hand. Warte. Was hat er gesagt? Dann haben wir die Tür in der Hand. Ich schätze mal, die Tür haben wir in Einzelteilen. Also komm. Aber das versuchen wir gleich. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich hab das jetzt schon eingespritzt mit Rostlöser. Jetzt lassen wir das in ein paar Sekunden einwirken. Ich sag jetzt ein paar Sekunden, es werden wahrscheinlich ein paar Minuten werden, weil der Kaffee, der läuft ja auch. Und den müssen wir auch im Auge behalten. Ey, wenn ich jetzt einmal das Wort Kaffee höre, hier wird erst gearbeitet. Ich möchte. Jetzt schwingt dein komischer Gazellenkörper rüber und spitzt die. Ja, ich möchte jetzt die beiden Kotflügel und die beiden Türen raus haben. Und dann könnt ihr über Kaffee reden. Da kannst du gleich sehen, dass der so bei der Werft da so ein bisschen Vorarbeiter, glaube ich, spielt. Weil der will das hier auch gerne machen, weißt du? Der will uns so ein bisschen antreiben. Udo? Weil Udo, ja. Das geht mit dir so nicht weiter. Wir werden jetzt den Betriebsrat hier wählen. Ja. Du bist ja nur am Treiben, oder nicht, Didi? Sehe ich genau so. Pausen verwehrt er uns. Sehe ich
Miteinander reden dürfen wir nicht. Spaß haben, verboten. Wir können jetzt Betriebsrat. Ja, dann wollen wir Betriebsrat. Abgelehnt. Ihr müsst mindestens 10 Mann sein. Didi. Also das kriegen wir wohl den Udo. Das ist ein Kernunternehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ich bin ja raus. Bin ja vor, da sind noch 5. Komm, schau mal, komm mal, komm mal. Noch 3 Kilo noch mal. Wir haben da die Tankstelle dabei. Ja, na, du hast es. Und hier geht man da draußen gerade tankt. 10 Leute mit dem Rad. Was machen wir jetzt? Was machen wir? Alle kreuz und quer. Er läuft mit der Lampe in der Hand rum. Ich suche eine Steckdose. Und ich kann mal jetzt in die Kupplung lösen. Was machen wir hier? Kreuz und quer. Der eine mit der Lampe, der andere steht im Hintergrund. Ich suche eine Lampe, dass die da beleuchtet. Hier steht eine Lampe, Udo. Ja, dann mach das Ding doch an. Hört mir doch nicht wie eine Kaffeemaschine. Der Kaffee läuft noch. Also der hat Vorrang, der Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine. Ja, die Kaffeemaschine. Und wir können nichts sehen. Ja, sehen wir mal. Ich glaube, ich spiele. Der Kaffee ist auch gleich durch. Ja, ich bin auch gleich durch. Sag mal, Didi, ist es normal, dass die Kaffeemaschine ausläuft? Nee. Was ist da denn passiert? Ich kann nicht auslaufen, das kann doch nicht. Was ist da denn passiert? Oh, da ist irgendwo ein Leck im System. Die Kaffeemaschine ist kaputt. Hey, pass auf, da ist doch was drin, das kannst du doch merken hier. Da ist ja was drin. Und du willst einen Mann da auseinanderbauen? So, wenn der zu gewesen wäre, da wäre ja gar nichts drin gewesen. Das, was hier drauf war, ist bestimmt hier reingeflossen. Ja, aber viel ist das auch nicht. Nee, aber ein bisschen. Quantum. Oh, komm mal, da ist ja nicht viel ausgelaufen, ein bisschen. Aber das Geile ist, wenn wir putzen haben. Ist halt nicht, guck mal, da wird die Bank auch immer wieder sauber. Wir lassen doch mal ein bisschen Tür laufen und dann wollen wir gucken. Guck mal, wenn das ein Weg gehen sieht, was die da macht hier. Udo! Ja! So, was ist hier los? Wie das Licht haben. Wir kriegen überhaupt nichts hin, wir müssen uns doch nicht mal irgendwie organisieren oder so. Ganz falsch. So, zack, haben wir auch Licht hier. Ihr hättet dann, bevor ihr die Lampe aufhängt, hättet ihr gleich dran denken können. Wäre doch nicht dein Böse. Ja, ist doch. Flügel ausbauen. Ja, den abbauen. Ausbauen geht das. 10er Schlüssel. 10er Schlüssel. Timo, wo musst du Beleuchtung haben? Da unten oder? Nee, ich weiß nicht. Ich habe die Schrauben selber noch nicht gefunden. Aber die fangen doch mal mit an. Hier, auch neuer Hammer. Hier, guck mal, ungebraucht. Das guck dir mal an. Du, das ist Qualität. Hier, den schönen Splittentreiber hier. Sven, jetzt kannst du mal einmal gucken, wie hier rumkommen. Der Splint, der ist jetzt schon einfach etwas nach unten gesagt. Das kann man sehen. Jetzt durch diesen Splintentreiber haben wir den Splint jetzt etwas nach unten gehauen und da wird mit die Tür, wird damit gehalten. Muss mir den anderen nochmal wieder geben. Die kriegen das Ding nicht wieder raus! So, dann war er, guck mal. Ja, wie willst du das Ding wieder rauskriegen? Sven, hier, da habe ich ihn den Hohlstift. Und jetzt kann man das schön sehen. Seht ihr das? Dass sich da der einmal verkeilt, da wird er mitgehalten. Und jetzt haben wir jetzt rausgeknallt. Genau, und jetzt hat er den Splint rausgehauen und das Ding jetzt fest. Das ist Qualität, guck mal. Das ist Qualität. Ja, wie willst du den Splintentreiber wieder rauskriegen? Du musst ruhig bleiben. Das sehe ich jetzt. Du musst ruhig bleiben. Wie kriegst du den Splint vor raus? Willst du den auch noch festsetzen, oder was? Ja, bleib doch ruhig, Udo. Wir sind doch nicht auf der Werft hier. Kannst du nicht so einen riesen Splittentreiber nehmen für so ein kleines Loch? Muss doch. Das sehe ich, was muss. Das wird ein normaler Fachmann nicht machen. Splittentreiber mit Splittentreiber raushauen. Jungs, wir haben da schon wieder einen Notfall. Didi, deine Kaffeemaschine läuft da schon wieder über. Ja, ich kann doch jetzt nicht überall sein. Ja, aber du hast es doch da. Geh doch mal gucken, was du da gemacht hast. Bitte, lass den Mann jetzt hier. Der haut den Splittentreiber wieder raus. Kriegst du nicht. Wollt ihr die Tür aufhalten? Sind so fast. Tür aufhalten. Ja, der bewegt sich doch schon. Ja. Tür aufhalten. Ich auch noch eine 8. Sind wir Amateure. Das sagt er seit einer halben Stunde. Nur warten wir nicht. Seh doch nicht. Udo. Ich wollte euch eben erzählen, der erste Kaffee ist fertig. Ja. Didi, dein erster Kaffee ist fertig. Aber der ist auch nicht so, das ist also ein bisschen, das schmeckt ein bisschen Klowasser, wie du meinst. Ja, ich trinke ja jetzt keinen Kaffee mehr, da kann ich nicht schlafen. Mann, das tut sich. Da ist viel zu wenig Kaffee drin. Hau doch da 6 kleine Löffel rein. Ey,
wenn das so weitergeht. Timo, siehst du noch bei der ersten, Tür Schwierigkeiten haben und er haut dir alles fest, dann werden wir in 10 Jahren noch nicht fertig sein. Dann ist der Splittentreiber ist weg. Wo ist der? Zieh doch mal. Didi, wo hast du den Splittentreiber? Der ist in der Tür drin. Ich hab nur einen Wagen, ne? Ja, nee, ich bleib da nicht mehr ruhig. So, hier, nun nimmst du den Splittentreiber, mehr nicht. Ja, ich muss den gucken, mal dahin, mach mal die Tür ganz kurz zu. Ich bin nicht der Einzige, der hier anpackt. Ja, also, boah. Ja, nun mach. Oh, Didi, hör auf der Brot und hau den Splitten rum. Ich drei hier an. Was macht ihr? Und der ist doch nur am Ring. Hau jetzt. Wenn er mir auf Füße fällt, dann ist hier was los. Dann sollst du ein Auto fertig machen. In 100 Jahren noch nicht. Ich bin schon eine halbe Stunde fertig. Stell da doch irgendwas drunter. Muss ich euch dann alles sagen? Du bist doch auf dem Bau. Was ist da noch? Thomas! Was ist da noch? Hör auf der Probe und hau den Tag drauf! Boah, das ist doch nicht normal! Und dann muss doch hier. Ey, da kannst du. Hau noch weiter und könnte Energie sporen! Mein Gott! Er hält ihn doch gesund rein! Ja, jetzt, hau weiter! Ich weiß das nicht, ich seh nichts. Halt mal kurz, wie waren Didis Worte noch? Manta, dann baut zwei Schrauben, dann hast du auseinandergebaut. Ja, Folge 4 bis 35, wir bauen eine Tür aus. Vielleicht hätte man die Tür auch erstmal unten losmachen müssen. Weil der kippt doch. Komm wieder mal her. Da muss Gewalt kommen. Du hast gesagt, zwei Schrauben lösen, dann fällt die Tür auf. Ach, zwei Schrauben noch nicht, zwei Schrauben. Aber meinst du, wie fest das jetzt, Udo? Udo, das ist jetzt ja über 40 Jahre drin. Ah! Bist du bescheuert? Du mit dem Finger so drauf. Jetzt habe ich gerade nicht mal hoch die Tür. Die muss ein bisschen höher gehalten werden. So. Hey. Kann das sein, dass der Kuhflügel erst runter muss? Nein, das hat doch mit dem Splitter nicht. Das ist doch der Kuhflügel, der so reinbiegt. Sag nicht nein, wenn du mit dem weißt. Das ist der Holm hier. Wenn das so weitergeht, dann habe ich so ein Bad, bevor die Tür laufen. Zange! Zange! Wir sind ein Wunder! Nur am Quatschen, aber keiner im. Ein Moment! Wer ist hier dauernd am Quatschen? Du! Ja. Seitdem du hier bist, läuft nichts mehr. Ach so. So nicht. Hier, Jutze! Das ist auch für Qualität! Hey, ist doch weg! Eine Stunde haben die jetzt gebraucht, um die Tür aufzubauen. Und jetzt müssen sie die Qualitäts prüfen von den Holmen und den Kumpeln. Ich hab, nee, hier. Ja, hier, so. Wo ist Klebeband? Ja. Guck mal, da wird immer sorgsam von mir alles. Genau, hast du ja zwei Stück da drin, die beiden Splinte. Vor einmal noch ein kurz Udo. Nee, mit den Trommeln. Udo, wir sind hier nicht auf der Werft. Nee. So, hier wird nicht einfach nur eine Naht geschweißt und ruckzuck ist das fertig. Das ist ein Projekt, was ein Jahr dauert. Zieh doch mal was von der Tür. Hier so könnt ihr ja genau sehen, hier sind die Aufnahmen. Da ist die Tür ja, die Gegenaufnahme seitens den Holmen. Und hier waren die Splinte durch, oben. Die Stifte. Und die Stifte, die haben wir jetzt rausgehauen, jetzt haben wir die Tür in der Hand. Jetzt muss die Tür natürlich komplett auseinandergenommen werden, das heißt, die Verkleidung muss runter. Dann muss die Tür komplett nachgeguckt werden, wo sie zum Beispiel hier unten, wo sie durchgerostet ist. Da muss sie dann geschweißt werden. So, entweder müssen wir uns da Fertigbleche vorholen oder wir müssen das so fertig machen, dann müssen wir mit dem Zabok, mit Chris sprechen, was der dazu sagt. Weil der ist ja der Fachmann und der sagt dann genau, das müssen wir so machen, das müssen wir so machen. Und wir haben ja auch einen sehr guten Schweizer in unserer Truppe, das ist ja Udo. Und da haben wir natürlich riesen Vorteile. Wenn Udo die Maschine anschmeißt, summ, hier. Wenn ich schon hintergehe, summ. Jetzt kommt Kaffee machen, zweiter Versuch, Klappe, die zweite, Klitz. Und der ist aber drin. Oh! Hier, guck hin! Und was hat er jetzt dazu meckern? Das sieht eher aus wie Tee als Kaffee. Ach, das ist süß. Ja. Bisschen dünn. Bisschen dünn. Hast du recht, Mann. Das ist wirklich, jetzt könnte man Wasser mit ein bisschen Pulver oder so. Udo! Ja! Komm mal her! Udo! Komm doch mal her! Nein! Ich möchte wohl ein bisschen mal mit dir reden. Ein ernstes Gespräch, Männergespräch. Oder was hast du dir denn eigentlich gedacht? Hast du Weihnachten nur so zu Hause sitzen kannst? Ja, was meint ihr denn? Ja, Udo meint wirklich, dass er Heiligabend, ersten Weihnachtstag, zwei bei Bienchen sitzen kann.
Dann ist er hier. Der wird am Manta geschraubt. Weihnachten fällt dieses Jahr aus. Oder nicht? Da muss man doch mal Prioritäten setzen. Ja, da kann man nicht einfach, da kann man einfach sagen, ja. Schichtbetrieb wird hier gemacht. So, wie siehst du das denn? Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Ja, sehe ich genau so. Wir beide machen die Frühschicht. Ja. Von 7 bis 14. So. Da kommt Udo. Da kommt Udo. Da kann den alle schweißen. Und dann kommt die Nachtschicht, die lackiert. Milder Kaffee und du machst 5 Löffel. Da müssen 30 rein. Geh du mal Zabo begrüßen. Ja, ich geh mal Zabo. Hey, brauchst du mal einen Raum? Ja, komm mal, Hemmig. Aua! Ich hau die Scheiße auseinander hier! Komm mit dem Hammer so und dem Kind! Was ist schon wieder passiert? Ja, den Kamerahammer aus dem Kind gehauen. Oh, doch, ich hab doch nicht mehr. Da kannst du nicht rankommen! Oh, doch, lass mich doch mal. Geh weg, glaub mir doch her. Aber Chris, er hat gesagt, dauert 2 Minuten die Tür aufbauen. Hast du gesagt und du bist ruhig. Ich hab gesagt, 120 Sekunden. Ja. Der hat sich mit dem Hammer und dem Kind geschlagen, das ist ehrlich, oder nicht? Der Zahnarzt wird ihn hier auch noch mal tragen. Das hat auch ja dieses Mehl, Rostlöser, das muss kurz einwirken. So, dann sag ich wieder, kann man ein Lütchen trinken, so ein kleines Schnäpschen trinken zwischendurch. Ne? Oder einen feinen, kein Glühwein oder sowas. Und dann wirkt das schon ein und dann kann man das auch loskriegen. Aber Udo hat ja keine Zeit. Zur Not kann man auch Cola zu den Rostlösern mischen. Kann man auch. Kann man mal vorschlagen. Hallo, wir wollen ja jetzt nicht alle Mann bei der Tür sitzen. Ich baue den Kofferraum schon ab. Was sagt Zabok denn? Wo ist Zabok? Zabok ist gerade im Keller gegangen. Zabok, was machst du im Keller? Timo meinte von nichts. Doch, das ist geschweißt. Also nehmen wir kleine Heftstellen. Und deswegen geht er nicht los. Richtig, wenn er geschweißt ist, dann geht er nicht los. Udo, also heißt das hier, die kleine Flex. Und dann müssen wir die unten hier im lösen. Und dann kriegen wir den auch los, weil das haben die angeschweißt. Der ist schon mal irgendwie, keine Ahnung, runter gewesen oder restauriert gewesen oder keine Ahnung, was die damit gemacht haben. Kommt jetzt raus. Kofferraumdeckel kommt runter. Wieso habe ich eigentlich die beste Aufgabe? Ich bin Materialverwalter. Ja, ich wollte nur was sagen. Ja, ich bin Du gehst jetzt der Timo hin und hältst ihn mit. Timo. Timo. Und er begrüßt. Tom, du kommst zu mir für den Kofferraum. Okay. Und du kannst von dem Kofferraum und kannst anweisen, wie der macht. Das ist ja ein massives Problem, ne? Ich bin der Materialverwalter, aber es gibt kein Material. Ich kann die Kaffeemaschine nicht anmachen. Wir brauchen den Strom für Licht. Aber Kaffee ist doch wichtiger wie Licht. Materialverwalter! Ich komme, brauche ich Themenband. Das ist meine einzige Aufgabe. Aber die mache ich seriös und gut. Guck mal, aber die, wo Udo beigeht, Kofferraum innerhalb von Sekunden. Ja, das ist auch eine normale 13er Schraube und ist da kein Stift. Ja, aber die, guck mal, wie ich da. Hilfe! Der sucht sich ja die leichtesten Arbeiten aus. Ist wie ab jetzt da. Das bisschen Schrauben ist doch kein Problem, sagt der Udo. Aber wo ist Zabok denn schon wieder? Und, der ist unten. Was macht der denn? Motor losmachen. Zabok, bist du schon beim Motor bei? Siehst du, ratzfatz, 4 Schrauben gelöst, Kofferraum in der Hand. Ja, das ist doch nicht mehr normal. Der sucht sich die leichtesten Arbeiten nach, wo er 2 Zehner Schrauben hat oder so. Die Nein, macht er bloß. Wir haben jetzt beim 13er. Ja, oder 13er. Und wir sitzen da mit den Stiften. Und er sagt gleich, ich bin der Schnellste. Genau wie auf der Werft. Immer die schönsten, einfachen Nähte suchen. Rups, rups, fertig. Und dann Feierabend. Ja, nach Amerika geht's auch. Was hast du gerade über Zabok gesagt? Zabok, der ist unten ohne Licht. Ich glaube, der ist am Atomkraftwerk groß geworden. Der strahlt. Ich komme ja ins Spiel, wenn es um die feinmotorischen Sachen geht. Schleifen, da muss ein Händchen für haben. Das ist wie Chirurg. Und ich komme, wenn es ums Grundieren geht. Da kommt ja deine Qualität, die du vorkommen. Genau. Jetzt bin ich erst noch im Hintergrund für den Zuschauer. Aber dann, wenn es auch. Dann will ich. Dann geht das. Dann geht das. Oh, guck dir mal an, Didi, hier, Didi, das war jetzt Udo. Das war Udo, der Tür im Rüber gerissen. Nicht mehr normal. Pass doch mal ein bisschen auf. Das ist doch nicht mehr normal. Da kann er noch ein bisschen, da musst du wieder extra spachteln und farben und schleifen. Da muss er ein bisschen Verstand einsetzen, oder nicht? Ja, gucken, was man macht. Nächste Handlung, wie wir machen. Schneller Fuchs.
oder so. Wie geht schneller Fuchs? Schneller Fuchs? Ja. Cyborg, was machst du überhaupt? Getriebeausbau? Ja. Da können wir nicht mehr fahren. Also der Zuschauer muss halt draußen wissen, wir haben einen neuen Motor. Und Cyborg bereitet das alles vor. Aber das sind auch so viele tausend Sachen, die tue ich mal drauf. Also meine nächste Arbeitsstelle ist Lampenausbau. Udo! Ja. Du, guck mal, da ist ja das Türband noch fest. Ja, bei der anderen Seite war doch noch los, da konnten wir die Tür noch viel weiter aufkriegen. Ja, und? Und deswegen kommst du da auch so schlecht dran. Ja, da muss ich als alter Opel-Fachmann dir dann noch wieder sagen. Ja, wenn ich Zeit habe, dann hol ich eine Runde. Weißt du, das ist genauso, wenn Winter und Sommer auf einen Tag fallen. Wenn die Weihnachten und Ostern. Oh ja, Weihnachten und Ostern. So, du musst da gar nicht mehr drauf reagieren, weil der redet so viel, dass der überschlägt er sich bald. Ich heule auch gleich. Du hältst seit 8 Minuten die Lampe hinten. Der Materialpfleger oder was bin ich noch? Nee, da brauchst du nicht kommen. Ich muss kommen. Ich muss nur im Peter-Rudolf-Prinzip, warte. Eigentlich hast du ja schon genug Material für Dings. Für das ganze Jahr bei der Tür ausmachen. Wo ist die Schraube dazu, Udo? Ja, im Kaffeebeck haben wir die gemacht. Ja, aber das sind doch nur Muttern. Ja, die Schraube sitzt wohl, muss mal gucken, was da sitzt. Aber das sind doch 3 Schrauben, wo ist die dritte Mutter? Nee, da waren nur 2 Schrauben. Da waren nicht 2 Schrauben. Da sind nur hier. Udo, wo ist die dritte Mutter? Udo Fusch schon wieder. Hier sind auch nur 2. Nee. Ja. Nee. Doch, hier sitzen auch nur 2. Aber willst du jetzt, warte mal, wie soll ich das jetzt logistisch umsetzen? Ich soll jetzt 2 Lampen hinlegen und einen Becher draufstellen? Nee, den Becher klebst du nachher an die Lampen dran. Also, wir brauchen irgendwie einen Ort, wo wir es vernünftig lagern können. Bernd! Bernhard macht alles für uns möglich. Das ist hier der Schaltknüppel. Kann man von vorne auch schön erkennen. Da stehen die Gänge drauf. 1, 2, 3, 4 Rückwärtsgang. Ist ein Vierganggetriebe mit Rückwärtsgang. Und den hat er gerade ausgebaut. Da saß so ein Sprengring vor. Den musste er lösen und er konnte das Ding rausnehmen. Weil er das Getriebe ausbauen will, Chris. Er will das Getriebe, dann muss das von oben gelöst werden. Hey, das ist Qualität. Guck das da mal an. Pack da mal an, Wilke, du mal. Fühl das mal hin. Muss ich das einlagern? Das kannst du auch auf jeden Fall einlagern. Und vor allem den kleinen Sprengring, der ist ganz wichtig. So, im Moment ist der Stand so. Beifahrerseite Tür ist ausgebaut. Cyborg ist dabei, das Getriebe auszubauen. Schaltknüppel hat er ausgebaut gerade. Oben saß mit dem Sprengring befestigt. Hat er gelöst, hat er nach oben weggezogen. Linke Seite Tür sind wir noch beide, haben wir gerade das Türband erstmal gelöst, dass wir die Tür etwas weiter aufmachen können nach außen, dass wir wieder an den Splinten wieder reinkommen. Kofferraumdeckel ist abgebaut und dann müssen wir gleich vorne noch bei den Kotflügeln gucken, weil die Kotflügel, die sind von unten verschweißt, also angeheftet. Die müssen wir dann lösen, da müssen wir eine kleine Flex haben und die dann eben lösen. So, das ist die nächste Aufgabe dann. Ne? Und so geht das dann langsam peu à peu weiter. Und vor allen Dingen geht das auch nicht so schnell. Das muss alles ein bisschen mit Vernunft, Ruhe muss das gemacht werden. Wilke legt die Teile dann wieder weg, die wir ausbauen, dass wir das auch nicht verlieren. Vor allem die kleinen Sachen, Splinte und sowas alles. Ne, und Sprengringe und sowas, dass wir das alles haben. Gut Spott. Im Moment bin ich leicht überfordert. Ja, das Problem ist wieder, was wir die andere Seite auch hatten. Ne, die Stifte, die müssen jetzt rausgetrieben werden mit einem Stifttreiber. Ne? Und da kommst du natürlich ein bisschen schwierig dran hier. Das kann man ja auch sehen, wie eng das hier ist. Also wir haben nicht so viel Platz hier. Ne? Da müssen wir jetzt versuchen, dass wir die Stifte wieder rauskriegen. Da kann man das schon sehen, da sitzt da drin. Genau, ein Stift. Und hier oben, da sitzt noch so einer. Ne? Kann man erst oben, da kann ich ihn ein bisschen runterbiegen noch. Ja, dann lass uns das doch mal hier oben wieder versuchen. Da ist er wieder. So, man kann ja auch sehen hier, wie verrostet der ist, ne? So, wie lange der da drin gesessen hat. Und der ist ja angegammelt. Und deswegen gehen die natürlich auch so schwer raus, ist ja klar. Ich habe jetzt eine Verlängerung geholt, die lege ich da oben drauf und dann haue ich den runter, weil wir da nicht ganz nicht beikommen. Warte, er rutscht wieder weg. Stopp, aber er ist etwas gekommen, glaube ich.
So, ja, nochmal versuchen so. Oh, ich krieg wieder gar nicht wieder raus. Nee, das ist echt. Oh Gott. Der Sitzer hat sich jetzt verklemmt da, wa? Ja, ich will nicht, dass er da nachher drin festsitzt. Wir müssen alle Opfer bringen. Das ist nun mal so, wenn du so einen Manta restaurieren willst. Da ist immer ein bisschen Schwund, ist überall. Ja, halt den nochmal drauf. So. Oh nee, guck mal, das dürfen wir nicht. Das ist ein Tox. Ja, da hau ich doch auch mit Dings drauf. Mit einem Hammer drauf. Ja, das darfst du aber nicht. Udos Werkzeug hat mal ein Stück geklopft. Das versauen wir, das ist ein Tox. Das dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht. Oder sieht man mal bei so einem Manta, ne? Bei so einem Oldtimer, das ist nicht eben. Also wir sind ja schon seit 2 Stunden hier und kriegen das Ding nicht raus. Ja, das ist aber manchmal alles nicht so einfach. Ja, ne? Das ist so. Das ist wie im wahren Leben. Das ist auch nicht immer einfach. Das ist ganz normal. Zabok wuselt unten rum, baut das Getriebe aus. Didi und Timo sind seit 2 Stunden bei der Tür bei. Was ich früher auch so Bastler und so was, was sie sich für Werkzeug selber zusammengeschweißt haben und so was. Hier wieder ein Stück dran geschweißt, da wieder ein Winkel oder ein Schlüssel krumm gebogen, weil du an die Schrauben nicht rankommst. Normal, das werden wir auch noch alles erleben. Aber wir haben ja zum Glück haben wir ja Zabok. Zabok, Zabok. Weil der hilft uns aus der Scheiße raus. Junge, das Ding ist gleich 3 Meter lang. Der Motor ist schon raus. Was? Der Motor ist gleich raus. Der Motor ist schon gleich raus. Zabok ist gedrückt. Kommt da denn jetzt was mit? Nee. Oh, da kommt ein bisschen. Aber nicht viel, weil die Spalier mal wieder schief gehen. Ja doch, ganz dicken ist er gekommen. Ja, halt ihn damit her. Wir sind Tickchen gekommen. Tickchen ist er gekommen. Das war bei dem anderen nicht so. So, jetzt haben wir versucht. Der Splittentreiber, der muss gerade drauf sitzen. Das ist das Problem. Ist er drin? Hier, jetzt sitzt er drin. Hier, guck mal. Jetzt kommt er. Ja, jetzt geht er da. So, jetzt geht er auf mich. So, hier, jetzt guck mal rein. Jetzt haben wir den Stift praktisch durch die Aufnahme durchgeschlagen und der sitzt jetzt hier, das kann man schön sehen, da sitzt er drin. Weil die Tür natürlich da etwas verrostet ist. Die Tür ist verrostet und da ist der Stift einfach nach unten reingegangen. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir die Tür sowieso reparieren müssen. Ne? Das kann man hier sehen, die ist hier durchgeschlagen. Aber die müssen wir ja komplett reparieren. Und da haben wir jetzt den Splint, das ist der Stift. Und so sieht er aus. Und dann muss ich sagen, Timo, Qualität. Letztes Kapitel für heute, Motor raus, ne? Zabok, was hast du bisher gemacht? Nicht viel. Nicht viel. Was müssen wir jetzt beim Motor bedenken? Die werden ja schrauben, erklären kurz, dass wir den rausheben können. Ja, Zabok hat jetzt das ganze Getriebe ja gelöst. Ja. Schaltknüppel rausgenommen von innen, das ganze Getriebe von unten alles gelöst. So, und dann müssen wir dann gleich sein, dass wir da einen Kettenzug haben, wo wir das befestigen können und dann hochziehen, nach oben. Nach vorne ein bisschen hin. Was wiegt so ein Motor? Ho! Zabok, was wiegt der, du? 200, 300 Kilo. Stimmt, wa? Ja gut, Timo, den heben wir beide weg. Das ist ja noch alles Guss. Das ist ja noch alles Guss, ne? Unser Vorteil ist, dass da nicht mehr viel dran ist. Das ist so. Also ist das doch eigentlich auch gar nicht schlecht gewesen. Ja. Müssen wir das hier nicht auch alles erstmal auseinanderbauen? Ja, das wird und dann und sowas auch so wie hier, das Polster fein reinigen, ja. Das Leder behalten oder wie funktioniert das? Baut man das alles auseinander? Was machen wir? Ja, hier sind ja da sind Schrauben drin, kann man hier sehen. So, diese Kurbel, die ist hinten mit so einer kleinen, auch so einem kleinen Splint, das ist so eine Klammer. Ja. So, die muss man auseinanderbiegen, da kann man die Kurbel abnehmen. So, und diese Verkleidung, das sind einfach so kleine Kunststoffnippel. Also holen wir das alles, bauen wir ab und gucken dahinter. Genau, da müssen wir wahrscheinlich auch noch Teile für besorgen, ne? Wenn da was kaputt ist. Manta denn. Und die ganzen Türen, die müssen ja auch geschweißt werden, muss ja denken. Die müssen wir ja Blöcke für haben. Manta denn. Manta denn, die hat ja was, der danach ist. Also da müssen wir uns das besorgen. Kann man sehen, wie wichtig das ist, so handwerkliche Berufe, ne? Dass es da Menschen für gibt. Die sowas lernen, so eine Ausbildung dabei, eine Meisterqualität. Das wird aber auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Jetzt genau, die eine Schraube muss los, da kommen wir nicht bei. Das Getriebe da dran. Kann ich den Motor ein bisschen vordrücken oder so? Warte. Sag mal Bescheid, dann schiebe ich den, drücke ich den ein bisschen vor. Ja, so. Also nicht den ganzen Motor zahlen, also nicht mit dem Kopf drunter stehen. Hä? Nee, also 300 Kilo halte ich nicht. Der ist jetzt komplett lose, das heißt wir können... Nee. Ja, auf den aber wir haben doch gar kein Moped, um das Ding rauszuziehen. Wieso? Da ist doch ein Kettenzug. Aber wenn das so stressig ist, wie stressig ist es, dann den Motor da reinzulassen? Das muss auch stressig, Friemelarbeit sein. Ja, was heißt stressig? Das ist kein Stress. Muss die Ruhe bleiben. Ist doch Getriebe oder Motor zusammen. Reinmachen? Ja. Kann man.
Also führt man den so ein bisschen. Kann man nicht sagen, ne? Dass man den an Ketten so hängen und so langsam reinsetzt, oder? Ist auch ja alles neu, ne? Die ganze Achse muss überholt werden. Richtung Norden drehen. Ja, was machst du da gerade eigentlich? Das sind von oben. Die Kupplung trennen die Scheiße hier. Hier haben wir den Flexpipe. Ach, hier ist das weiß. Sieht aus wie Rachen. Oh, da bricht das Flexabock. Was? Da bricht da gerade alles weg. So viel ist ja nicht mehr zu brechen. So, gib dem Ding den Kopfhaus. Gib das Ding gleich den Kopfhaus. So, wenn wir den jetzt runterdrehen. Hey, den kriegst du ja gar nicht auf, das Ding muss los. Du musst das Ding runterdrücken. Da oben hält gerade Ding fest, ja. Das ist jetzt hier gleich aus. Das ist ja nichts für mich, so eine Kacke, ne? Ah, das ist schon ein bedeutender Moment. Also Wahnsinn, ey, jetzt kommt mal an. Also alte Schule. Bist du auch wie bei Bär nach meinem Haar, ne? Aber was passiert jetzt? Wir heben den Motor an und dann? Eigentlich müssen wir jetzt erstmal hier vorne anheben, ja, damit die Ölwanne von der Achse runter ist. Weil die ist dahinter. Die Ölwanne sitzt hinter der Achse. Wir stellen mal vor, wir jetzt haben nicht gehabt. Ja, dann nehmen wir die Ölwanne von der Achse. Der schwebende Manta! Guck hier! Guck hier! So muss der auch aussehen. Hinten tief vorne. Nee, der muss vorne tief hinten hoch. Ja, da gibt's doch keine Stellung. Der muss keine Stellung machen. Hast du den ganzen Motor da hier oben mit? Nein, ich will die Achse lösen. Didi! Didi! Ja? Ja? Lass die Karosserie mal fliegen. Was? Lass die Karosserie mal fliegen. Ja, ja, aber mach langsam. Jetzt. Was ist das? Ich bin gleich mal oben. Ja, hier kannst du sehen, hier sitzt das Ausdrucklager drin. Das ist ein Ausdrucklager, das muss wahrscheinlich erneuert werden. Da muss man ja gucken, das weiß Sabok aber alles. Wahnsinn, ne? Viergang, Opel. Die ganze Karosse einmal Sandstrahlen zunächst. Und die paar Mogen bringt. Die löst sich auf. Ihr will die? Manta! Manta! Hier, da kommt an! Dein Aggregat! Ja, aber das ist geil, da freut man sich über. Hey! Alter, geil. Ich muss da hinten rein, wollen. Also das ist ein erstes Erfolgserlebnis. Wahnsinn, ne? Das ist, und ohne Zabok hätten wir 3 Jahre beigesessen, aber das ist, guck mal hier, jetzt haben wir Platz für den neuen Motor. Fein von Ihrem Schau oder so, Tieferlegungssatz und dann schön 6-Zylinder. Wuhu, der da. Für jedes Teil gibt es immer einen Käufer, das ist nun mal so. Wenn wir da ein bisschen Geld mit für den Manta machen können, juppdi, Torben kümmert sich, ein paar sexy Bilder machen, schwarzer Hintergrund. 360 Grad, Fotografie, Porträtmodus, Romantik. Ja, das geht los. Dankeschön fürs Einschalten. Das war heute ein super spannender Tag, war das. Also, was wir heute alles geschafft haben vom Feinsten. Und nächste Woche Freitag kommt das Video, glaube ich. Ne? Und dann geht's ab. Und dann machen wir morgen weiter mit den Türen. Ne? Wir sehen uns. Und dann geht das ab. Ja, Junge. Jeden Freitag 20 Uhr die Fuscher. Dankeschön fürs Einschalten. Daumen nach oben, teilt das Video auf Facebook, schreibt uns in die Kommentare, wie ihr es fandet und ob wir dieses Projekt schaffen. Ne? Kommt das Video dann immer freitags oder wie? Ja, 20 Uhr. Also so hast du das vor? So habe ich das vor. Ja, gut Sport. Also jeden Freitag einschalten, ne? Immer teilen, vor allen Dingen die, immer teilen, überall reinteilen. Gut Sport. Und dann wird das Ding fertig nächstes Jahr und dann fahren wir da schön mit nach Frankreich. Und einmal quer durch Deutschland, auch nach Manta Danny. Manta Danny, wir kommen, ehrlich. Das ist ein Traum, ist das.
So, das Beste kommt zum Schluss. Wir küren jetzt den Pfuscher der Woche. Und der Pfuscher der Woche ist Ralf Schlafmann. Du kannst dich gerne an diese Adresse wenden und dann bekommst du deinen 50€ Gutschein. Diesmal küren wir sogar 4 Pfuscher der Woche. Die bekommen dann so ein Bild zugeschickt. Jetzt muss ich das umdrehen. Und ganz einfach, was bekommt Udo Heiligabend zum Essen? Das müsstet ihr erraten. Wie, was bekommst du zu essen? Wie? Sind wir Weihnachten hier am Arbeiten oder wie? Oder was hast du? Was ist los? Ja, natürlich, ich bin nicht Heiligabend beim Essen. Ja, wie beim Essen? Wir wollen hier doch schrauben. Ja, aber nicht Heiligabend oder Weihnachten über. Da kannst du aber ganz schnell vergessen. Ja, aber der Mann ist doch fertig. Ja, von wem? Du Heiligabend, nach Weihnachten können wir alles machen, aber jetzt nicht. Aber wir können auch Heiligabend noch ein paar Stunden hier sein. Ja, kannst du machen. Ja, aber was kriegst du zuerst? Da sollen die erraten oder ja, nicht? Das sollen die jetzt erraten. Was bekomme ich Heiligabend zum Essen? Ich schätze mal die Frikadelle. So, nee. Also Leute, schreibt das gerne in die Kommentare und dann bekommt ihr so ein Bild zugeschickt. So, und du kannst hier Heiligabend schrauben, wie du willst, ich nicht. Du bist nicht dabei? Nee. Ja, Mann, bin ich denn ganz alleine hier dann oder wie? Bernd, komm mal ganz kurz her. So, wir haben uns überlegt, wir dürfen hier deine Halle benutzen und so und Weihnachten steht vor der Tür und wir wollen dir ein kleines Geschenk machen. Oh. Ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Erstmal kriegst du natürlich ein Bild von uns. Das ist ja wohl ganz klar. Oh. Ja, da sind so. Ja die richtigen Fotos drauf. Ein schönes Foto. Ja, so, und dann haben gut. Wir euch, haben wir dir. Dankeschön. Den kannst du schön mit deinem Freundchen genießen. Ja, sind auch 2 Gläser drin. Limitierte Auflage. Auch noch. Ich bin ja richtig sprachlos. Ja, alles Qualität. Ja. Alles Qualität bei uns. Ne? Da bedanke ich mich. Dafür nicht. Wir haben. Und zu bedanken, dass wir überhaupt hier stehen dürfen mit unserem Panther. Und da ist schon allerhand, ne? Ja, das ist super auf jeden Fall. Bernd, ja, du. Schönen Dank dafür, ne? Ja. Und wenn du den nicht alleine aufhörst mit deiner Frau. Du weißt doch nicht! Dann hilfst du mir. Halt dich mal. Ja. So ein Stückchen Papier, da sind nur 2 Gläser drin. Ja, aber wir sind ja nur zu zweit. Deine Frau ist doch dabei. Die kriegen andere. Ich bedanke mich. Dankeschön. Ja, bitteschön. Dann hänge ich mir. Zu Hause, von Bett. Tschüss, Jungs. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, wünsche ich euch auch. Tschüss.